Okay, hallo und herzlich willkommen. Wir freuen uns total, dass ihr alle hier seid und dass ihr auch so viel Geduld mitgebracht habt. Genau, heute ist die erste Highlight-Veranstaltung von Wir in Wiesbaden. Und für die, die es vielleicht nicht wissen, Wir in Wiesbaden wird vom Trägerkreis organisiert. Der besteht aus den unterschiedlichsten Organisationen aus der Zivilgesellschaft, aber auch eben aus der sozialen Arbeit. Und ich bin Jana. Ich bin Teil der Projektkoordination mit dem Flo zusammen. Und genau, die Highlight-Veranstaltungen werden von Spiegelbild organisiert und dort ist eben auch die Projektkoordination angesiedelt. Und genau, vielleicht noch kurz einen Satz zu Spiegelbild. Wir machen historisch-politische Bildung für Jugendliche, aber auch für Erwachsene, eigentlich so generell für alle Menschen, die irgendwie mit Menschen zusammenarbeiten. Genau, und dann noch einmal ein kleiner Werbeblock, denn auf euren Stühlen sind auch die Programmhefte für das diesjährige Wir in Wiesbaden. Und nächste Woche haben wir gleich schon zwei weitere Highlight-Veranstaltungen. Am Mittwoch einmal die Buchvorstellung von Ali Can, Mehr als eine Heimat im Marleen. Und am Donnerstag direkt schon mit Ismail Küppeli, auch zu seinem Buch zur kurdischen Frage in der Türkei im Café Klatsch. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen, danke an die Mauritius Mediathek, dass wir hier sein dürfen. Danke an das Mediengewerk für die technische Unterstützung. Und jetzt eben auch ein großes Dankeschön an Aisha für die Moderation. Und schön, dass du da bist, Hadija. Und wir sind sehr gespannt auf dein Buch und freuen uns jetzt einfach drauf und viel Spaß. Ja, vielen Dank, liebe Jana. Schönen guten Abend auch von meiner Seite, erstmal zu YouTube und dann vor allen Dingen hier in den Raum. Mein Name ist Aisha Kamara. Ich freue mich sehr, heute hier in Wiesbaden zu sein, gemeinsam mit Hadija Haruna Alka, die ich jetzt gleich vorstellen werde. Vielleicht aber eine Frage an alle im Raum gleich zu Beginn. Heute geht es ja um das Buch, die Schönheit der Differenz von Hadija Haruna Alka. Wer hat dann da schon mal reingelesen von Ihnen? Und es ist also kein No Shade sozusagen. Und wer von Ihnen kannte denn vielleicht aber, weil Hadija ist ja ein Frankfurter Mädchen, aber auch hier in Hessen sehr verankert, kannte sie vielleicht jemand schon so aus dem journalistischen Kontext, eine Kolumne gelesen? Also doch, das habe ich mir schon fast gedacht, dass es hier heute ein kleines Heimspiel wird. Trotzdem für alle, die Hadija nicht kennen, sie ist Journalistin, Politikwissenschaftlerin, Moderatorin, beschäftigt sich seit langem mit Rassismus, mit Intersektionalität. Was genau sie darunter versteht, wird sie uns heute mit Sicherheit noch erklären. Wir hatten es gerade auf der Hinfahrt auch, dass sie schon seit 15 Jahren fast sich in der ISD-Initiative Schwarze Menschen in Deutschland engagiert. Und die Frage, um die es heute oder in dem Buch geht, ist ja so ein bisschen, wie wollen wir eigentlich unser Miteinander gleichberechtigter gestalten. Und die Schönheit der Differenz ist ein Beitrag zu genau dieser Auseinandersetzung. Ein hochaktuelles Buch, aus dem wir heute ein paar Textstellen hören werden, die Hadija für uns gerne noch einordnen wird, was mich sehr freut. Das ist auch schon das dritte Gespräch, was wir miteinander zu diesem Buch führen. Jedes ist anders. Ich durfte die Buchpremiere in Frankfurt gemeinsam mit dir feiern und jetzt geben wir dir erstmal einen Applaus und freuen uns, dass du uns gleich ein bisschen dein Buch vorstellst. Das Buch war nominiert übrigens auch für den Buchpreis der Leipziger Buchmesse und du bist jetzt ja schon im April, ist es erschienen, im März sogar schon erschienen. Jetzt bist du schon eine Weile unterwegs mit diesem Buch, unterschiedliche Lesungen, unterschiedliche Orte. Was für eine Bilanz ziehst du denn? Wie ist es denn für dich jetzt immer wieder aufs Neue? Ich meine, die Welt dreht sich weiter, darüber werden wir auch sprechen, das Buch vorzustellen. Ja, das ist eine schöne Frage, weil die eigentlich so eine innere Reise, ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich hingucken soll. Also YouTube, wir gucken. Ich gucke jetzt in alle Richtungen. Das ist tatsächlich mich so. Also ich wende mich nicht ab, ich versuche einfach den Blick so ein bisschen hin und her zu schieben. Das war eine Reise. Also dieses Buch, ich empfinde es als ein zeitloses Buch. Ich glaube, also bestimmte Debatten werden nicht überholt sein, aber sie wiederholen sich, weil das Buch ist auch ein bisschen eine Reise dieser benannten 15 Jahre. Du hast es gesagt, ich bin
eigentlich hauptsächlich Journalistin. Das heißt, da sind auch ganz viele Beispiele in dem Buch drin, die ich in so einer medialen Auseinandersetzung, in der gesellschaftlichen Analyse gemacht habe, von denen ich aktuell immer wieder neue Debatten sehe, seitdem das Buch erschienen ist. Der Krieg ist ausgebrochen. Wir haben jetzt einen Herbst, von dem wir nicht wissen, wie die Situation beispielsweise mit geflüchteten Menschen aussieht. Wir hatten bestimmte Entwicklungen, was darüber werden wir ja auch sprechen, bestimmte neue Ermittlungsstände von Rassismus, also von Rassismus, aber beziehungsweise auch von rassistischer Gewalt angeht. Wir haben Debatten gehabt über Bücher, über Sprache, alles das läuft weiter. Und das ist für mich etwas, das nicht neu ist, das kein Trend ist, das nicht irgendwie jetzt mal spontan angefangen hat. Als ich das Buch angefangen habe zu bearbeiten, das war so um das Jahr 2015, da habe ich angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, weil dieses Buch ist aus einer schwarzen Perspektive geschrieben, aus einer schwarzen feministischen Perspektive. Und gleichzeitig geht es eben nicht in diesem Buch in Anführungszeichen nur um Rassismus, sondern um diesen sogenannten Begriff der Intersektionalität. Also mich bewegt hauptsächlich seit Jahren, wie verschiedene Erfahrungen der Ausgrenzung, der Diskriminierung, der Unterdrückung miteinander wirken in Personen, in Menschen und wie das Einfluss nimmt auf Gesellschaft. Vor allem, weil wir andauernd uns in so Debatten bewegen, wo Menschen kategorisiert werden. Und ich für mich irgendwie so eine Öffnung suche, weil ich glaube, dass dieses stoische Nebeneinander nicht funktioniert, um diese Komplexität irgendwie zu verstehen. Und das ist quasi ein Beitrag dazu. Und wo bin ich heute, um deine Frage zu beantworten? Nicht fertig. Also es geht einfach weiter. Und ja, und mir hat dieses Buch ganz gut geholfen, irgendwie so einen Status quo meines Ist-Standes einfach mal aus meinem Kopf zu schreiben, um einfach mich zu entleeren tatsächlich. Ist ein ganz persönliches Ding. Ich war einfach voll. Ja. Vielleicht bevor du etwas liest, vielleicht nochmal für alle, die vor allen Dingen das Buch gar nicht kennen, nochmal kurz zum Aufbau. Also, du schreibst aus schwarzer Perspektive, du schreibst über dich, du machst eine Reise, aber vielleicht darüber hinaus, also sozusagen welche Perspektiven, und dann machst du ja auch irgendwann einen Perspektiven-Cut sozusagen. Mhm. Ich habe ja bewusst den Begriff der Differenz gewählt. Man hätte einen anderen wählen können, der kommt schon aus der Wissenschaft. Also dieses Buch ist so eine Mischung aus persönlicher Geschichte, meine Geschichte, aber immer mit dem Ziel, etwas zu erklären. Das ist eine Ich-Perspektive, die ich so ein bisschen journalistisch auch verstehe. Also eine Ich-Reportage, vielleicht habt ihr sie die auch schon mal gelesen, die einfach dazu dient, erstmal Nähe zu schaffen, um dann bestimmtes Wissen zu vermitteln. Und dieses Wissen, was mir eigentlich, worum es mir geht, ist eigentlich, die Menschen bekannt zu machen, die in meinem, ich sage jetzt mal tatsächlich, privaten Kreis, aber auch politischen Kreis oder auch Beobachtungskreis liegen. Also all die Menschen, die an den unterschiedlichen Stellen über ihre Unterdrückungserfahrung reden. Sprich, ich habe viele Bücher in einem Buch geschrieben. Es ist sehr dick, man könnte jetzt erschreckt sein, aber ich sage immer, das sind viele kleine Bücher in diesem Buch, die sich verschiedenen Kategorien vom Menschsein, von Differenz, sei es jetzt, und darüber werde ich ja gleich lesen, sei es jetzt eben schwarz sein, sei es Frau sein, sei es Mann sein, sei es non-binär sein, sei es trans sein, sei es behindert sein, sei es all das, was wir so mit Menschen machen und wo wir sie so einstufen, beschäftigt. Und ich mache das im ersten Teil eher über meine Positionierung, um dann im zweiten Teil etwas zu machen, was in unserer Gesellschaft so ein bisschen tricky ist, nämlich über die zu reden, die ich nicht bin, also die Positionen, die Menschen zugeschrieben werden, wo es dann auch oft zu diesen Gefühlen kommt, so, ich weiß es nicht, was darf ich sagen, wie kann ich reden, wie kann ich mich den Themen nähern, von denen ich irgendwie weiß, die sind irgendwie relevant, aber ich habe Berührungsängste. Und das ist mein Weg gewesen und der soll eigentlich eine Einladung sein, sich diesen Themen zu nähern, und zwar nicht nur über so eine, also hauptsächlich natürlich auch über eine emotionale Ebene, aber auch über eine Wissensebene, weil ich einfach immer wieder feststelle, dass die Wissensstände so unterschiedlich sind und es oft auch knallt, weil wir dieses Wissen nicht sozialisiert bekommen haben, weil es einfach die Aufarbeitung unserer verschiedenen Geschichten nicht stattgefunden hat. Also wo ansetzen? Bei sich selbst und dann bei den Geschichten, die man nicht kennt. Und wie das zusammenbringen, indem man es quasi nebeneinander legt, um es dann zu verbinden. Das ist, ich weiß, das ist sehr abstrakt, aber ich hoffe, durch das Lesen und durch das dann ins Gespräch kommen, wird sich das noch ein bisschen erklären. Und vor allem bin ich in diesem Buch auch ehrlich, weil dieses Buch hätte ich nicht schreiben können, wenn nicht viele andere Menschen es quasi mit mir geschrieben hätten, die mir Dinge gezeigt haben, erklärt haben, die mich auch begleitet haben in diesem Prozess. Und ich glaube, das war ein Geschenk für mich
Und ich würde mir für viele Menschen wünschen, dass sie auch diese, und ich glaube, das ist ja auch der erste Teil, den ich lese, diese, ich nenne es Initialmomente haben. Ich sage immer, man macht so eine Tür auf, dann geht man durch die, das ist ein Weg, und dann ist die logische Schlussfolgerung, dass sich andere Türen öffnen. Und das macht es dann eigentlich weniger kompliziert. Aber man muss sich erstmal an diese erste Tür heranwagen. Ja, ich freue mich jetzt sehr auf die erste Textstelle, weil ich nämlich glaube auch, dass wir in politischen Debatten oder in diesen Auseinandersetzungen dazu neigen, irgendwie so in der Wissenschaft Antworten zu suchen und alles irgendwie so zu abstrahieren. Dabei sind sozusagen Intersektionalität auch ein großes Wort, ein wissenschaftliches Wort, aber du machst es ja wirklich in dieser Textstelle, die du gleich liest, einfach sehr einfach. Also ist es einfach, man läuft durch die Welt und dann gibt es Schlüsselmomente. Mhm. Wer kennt denn den Begriff Intersektionalität? Oh, das sind viele. Ich finde ja, also das ist ein, also jetzt aus einer journalistischen Perspektive ein sehr sperriger Begriff. Man ordnet ihm der Wissenschaft zu. Gleichzeitig kommt er eigentlich aus der sozialen Bewegung. Es ist eigentlich ein sehr aktivistischer Begriff. Es ist einer, der eigentlich sehr greifbar machen soll, was eigentlich da ist, dass wir nämlich als Menschen nicht aus einem Merkmal bestehen. Also man könnte mir jetzt zuschauen, oh, was man uns ansieht, ist schwarz sein. Oft gibt es dann so diesen Frame. Aber alles, was unsichtbar ist, das, was uns vielleicht auch verbindet, wenn wir in Kontakt kommen, findet gar nicht statt. Und das macht uns aber alles auch aus, diese Intersections in uns selbst. Und ich lese jetzt einfach mal aus der Stelle und dann hoffe ich, dann kommt dieses Gefühl, dieser Denkraum, den ich damit aufmachen will, vielleicht auch ins Schwingen. Das Kapitel heißt auch Initialmomente. Ich sagte es ja schon, irgendwann macht es vielleicht so einen Klick. Und diesen Klick, den es bei mir gab, aus dem lese ich jetzt. Ich erinnere mich noch gut an den Schlüsselmoment, der mich lehrte, was es heißt, feststellen zu müssen, dass man sich in einem Thema doch gar nicht so gut auskennt wie gedacht. So einen habe ich Mitte der 2000er erlebt. Ich war Teil des Organisationsteams einer internationalen Fachkonferenz in Leipzig, in dem wir als Arbeitsgruppe Veranstaltungen organisierten, die sich mit Gender-Themen aus postkolonialer Perspektive beschäftigten. Wir wollten damit eine Lehrstelle füllen und hatten einiges vor. Ich war kurz vor dem Ende meines Studiums und im Vergleich zu den anderen in meinem Team noch neu im Thema. Wir brachten einige bekannte ForscherInnen für die Panels zusammen. Unter ihnen auch die wissenschaftliche Mitarbeiterin und Journalistin Rebecca Maskos, die zum Thema Behinderung aus Bewegungsperspektive arbeitete. Während ihres Vortrags war ich Teilnehmerin. Ich sehe mich noch oben auf dem Rang im vollgepressten Seminarraum sitzen. Maskos schildert eindrücklich, verbindet Biografisches mit Erkenntnissen der Sozialwissenschaft, der sogenannten Disability Studies, die als interdisziplinärer Wissenschaftsansatz in den USA zu diesem Zeitpunkt viel weiter vorangeschritten sind als in Deutschland 2006. Während Maskos vorträgt, schreibe ich in mein Notizbuch. Sie erzählt, unter welchen Umständen ihre Eltern sie Mitte der 70er Jahre großgezogen haben, als Behinderung noch weniger Thema war als damals. Ich erinnere mich gut, wie sie mich anregte, das erste Mal bewusst darüber nachzudenken, wie unsere Gesellschaft Menschen mit Behinderung begegnet. Ich war aufgefordert, mir selbst Fragen im Stillen zu beantworten, ob ich hin- oder wegschaue, wenn ich einem Menschen mit einer sichtbaren Behinderung begegne. Sie fragte, was wir fühlen würden. Mitleid? Distanz, Befremden, Neugierde, ob wir schon einmal das Gefühl gehabt hätten, nichts damit zu tun haben zu wollen. Ob wir in der Lage seien, offen über Behinderung zu sprechen. Maskos konfrontierte uns mit uns selbst, bevor es auf sachlicherer Ebene um Bilder, Sprache, gesellschaftliche Routinen, Abläufe oder die Debatte ging, was wir als lebenswertes Leben empfinden. Ich weiß noch, wie irritiert ich von dem Unbehagen in mir war. Mir bewusst zu machen, dass sich mein internalisierter Ableismus, also Behindertenfeindlichkeit, in meiner damals noch teilweise aktiven Jugendsprache ausdrückte, wurde zu einem mit Scham behafteten und schmerzhaften Moment. Mit einem vermeintlich beiläufigen Wort für ein schlechtes Verhalten von Menschen hatte ich über Jahre Menschen mit einer Spastik beleidigt. Ich hatte nicht darüber nachgedacht, es nicht verknüpft. Es war eine Erklärung und keine Entschuldigung für mich, weil das doch gar nicht zu mir passte. Mir wurde klar, dass ich mir auch nie bewusst Gedanken über die Erfahrung meiner weißen Cousine mit einer Hörbehinderung gemacht hatte. Und ich fragte mich, warum mein Schwarzsein nie Thema bei ihr gewesen war, obwohl wir doch beide so eng verbunden waren. Oder waren wir es vielleicht genau deshalb? Hatten unsere Differenzerfahrungen etwas damit zu tun?
Von Kindheit an hatten wir zeitgleich unterschiedliche Differenzerfahrungen gemacht und nie ein Wort darüber verloren, weil uns die Worte fehlten und mit uns als Kindern darüber nicht gesprochen wurde. Wir hörten nur die Erwachsenen reden. Erst als wir selbst alt genug und bereit waren, sprachen wir über früher, über die Unsichtbarkeiten unseres Alltags und stellten die Unterschiede im Umgang mit uns selbst fest. Dass ich als Kind auf subtile Art immer vermittelt bekommen hatte, doppelt so gut sein zu müssen wie andere, und sie das unterbewusste Gefühl hatte, als weniger fähig in unserer auf Leistung ausgerichteten Gesellschaft betrachtet zu werden. Wir erkannten, dass die Folgen unserer Unsicherheiten sich ähnelten, weil uns Selbstbestärkung gefehlt hatte. Ich verstand, dass mein kindliches Genervtsein davon, ihr Sachen oft zweimal sagen zu müssen, mein damaliges Unverständnis für ihr Leben ausdrückte. Dafür kein Verständnis gehabt zu haben, was es mit dir macht, wenn du mehrmals bitten musst, dass andere lauter sprechen, und wie das dazu führen kann, dass du seltener etwas sagst, um unangenehmen Situationen aus dem Weg zu gehen. Kein Verständnis dafür zu haben, dass du weniger verstehst und bestimmte Orte meidest. Ich erinnere mich, dass meine Eltern sich sorgten, als es um eine Operation am Ohr meiner Cousine ging und mein Vater und ich sie danach täglich im Krankenhaus besuchten. Sie jeden Tag ein Eis bekam und ich nur jeden zweiten und deshalb eifersüchtig auf sie war. Wir waren Kinder. Wir verstanden nicht viel und wurden von den Erwachsenen im Verstehen nicht unterstützt. Vieles stimmt mich heute noch traurig. Und es tut uns gut, darüber zu sprechen. Selbstreflexion. Sie hat mir gezeigt, dass ich nicht alles auf dem Schirm habe, obwohl ich den Anspruch damals im Vorlesungssaal bei Maskos hatte. Ich hatte gerade damit begonnen, ein Selbstverständnis für mich selbst zu entwickeln und wünschte mir, wie Sie, dass andere Ihre Worte und Ihr Denken über Menschen wie mich überdachten. Maskos hat uns Teilnehmenden einen Raum geöffnet, der unserer Gesellschaft so oft fehlt. Einen Raum, in dem Reflexion ohne Selbstgeißelung möglich ist. Es war das erste bewusste Mal, ein initialer Moment für mich, es auszuhalten, dass ich in bester Absicht Fehler mache, die andere verletzen. Dass ich andere übersehe, auch wenn ich das nicht will. Und dass ich das tue und kann, weil mich ein Thema vermeintlich nicht betrifft. Zumindest noch nicht. Es ist ein Privileg, wenn ich entscheiden kann, ob ich mich mit der Differenzerfahrung meines Gegenübers auseinandersetze oder nicht. Ob ich mir in diesem Fall beispielsweise zukünftig um Barrierefreiheit oder eine anerkennende Sprache in meinem Setting Gedanken mache oder es sein lasse. Ob mir eine bestimmte Repräsentation wichtig ist oder ich sie vergesse, weil es so viele andere um mich herum auch tun. Ob ich das Thema abtue mit Sätzen wie: Ich kann da keine Behindertenfeindlichkeit, keinen Rassismus, keinen Antisemitismus etc. sehen und deshalb glaube, dass es sie nicht gibt. Oder Menschen als zu sensibel abtue, wenn sie aufmerksam machen auf alltägliche Dinge wie Bezeichnungen für Soßen oder Ausdrücke, die ein abwertendes Bild transportieren. Wenn ich zum Beispiel sage, dass ein Mensch an den Rollstuhl gefesselt ist, der Vergleich hinkt oder wir etwas blind drauf losmachen. Dass ich auch beim Schreiben dieses Buches weitere Erfahrungen mit Schreibweisen machte, deren ausschließender Gehalt mir nicht bewusst war, bis ich darauf hingewiesen wurde. Von Belang ist demnach nicht nur die Intention einer Handlung, sondern auch die unterbewusste innere Haltung zu unserer Differenz. Wenn zum Beispiel eine Kollegin in einer Sitzung wie selbstverständlich glaubt und sagt, dass wir ja alle ein gewisses Unbehagen fühlen würden, wenn eine Frau mit Kopftuch zum Vorstellungsgespräch käme und wir darüber sprechen sollten, warum das so ist. Zwar hat sie mit letzterem Recht, dass wir über diese Gefühle sprechen sollten, aber ich widerspreche ihr trotzdem, weil ich im Gegensatz zu ihr kein Unbehagen fühle und nicht vereinnahmt werden möchte, sondern deutlich machen will, wie unterschiedlich unsere Perspektiven auf Menschen aussehen. Dass Frauen mit Kopftuch für mich normal sind, so wie es für mich normal ist, keine diskriminierende Sprache benutzen zu wollen. Wir sind unterschiedlich. Das festzustellen ist nicht verwerflich. Das Problem beginnt dann, wenn wir unseren Differenzen mit Abwertung begegnen. Die Frage ist also, wie damit umgehen, wenn ein Mensch eine innere Abneigung gegen bestimmte Unterschiede zu anderen in sich feststellt. Was tun mit den Reflexen vermeintlich anderen gegenüber? Wie der Mischung aus Neugierde, Unverständnis, Unbehagen begegnen? Eine Möglichkeit für mich ist, mich selbst zu befragen. Was bewerte ich gerade? Woher kommt mein Gefühl?
Warum fühlt sich mein Gegenüber durch meine Handlung verletzt? Was ist es, das mich irritiert? Und woher stammt mein Unwissen über mein Gegenüber? Was sollte ich vielleicht recherchieren, wo dazulernen, wo einen Systemabgleich machen? So mache ich es, weil ich weiß, dass ich in gesellschaftliche Systeme sozialisiert wurde, die mir auch Schlechtes vermittelt haben. Auch ich wurde darin mit einigen Glaubenssätzen sozialisiert, die mein Erwachsenwerden geprägt haben. Sei stark, sei perfekt, streng dich an. Zusammen mit mach schnell hatte ich mich mit einigen verinnerlichten Glaubenssätzen in meinem Leben auseinanderzusetzen. Auch andere Menschen sind beeinflusst von diesen Treibern. Und so begegnen wir uns als Unbekannte mit all diesen Vorerfahrungen persönlicher und systemischer Art. Und je ähnlicher sie sich sind, desto einfacher wird es zwischen uns, zumindest am Anfang, weil unsere jeweiligen Normalitäten ein nonverbales Grundverständnis schaffen. Aber wie wir uns begegnen, hängt auch davon ab, wie bewusst wir uns über unsere Unterschiede sind und wie viel Sensibilität wir für uns selbst und unser Gegenüber mit dessen Erfahrungen aufbringen. Wie also würde sich unser Austausch verändern, wenn wir unsere Blasen und Milieus häufiger verließen? Was wäre, wenn unser Austausch sich dahingehend veränderte, dass das, was eine Person sagt und fühlt, genauso viel zählt wie das, was eine andere sagt, sodass unterschiedliche Ansprüche gleichzeitig im Raum stehen könnten? So würden bisher missachtete Erfahrungen relevant und aufgewertet, weil diejenigen, die von etwas betroffen sind, am besten darüber urteilen können, was für andere nicht offensichtlich ist. Wir würden die Differenz anerkennen und Zwischentöne beachten. Wir würden verstehen lernen, dass es nicht darum geht, Opfermentalitäten zu schaffen, sondern gleichberechtigte Gespräche zu eröffnen, um gleichberechtigte Strukturen aufzubauen. Wir würden einfach mehr Menschen kennenlernen, die sich von uns unterscheiden, und wir würden besser über uns selbst Bescheid wissen. Ich bin nicht behindert. Ich bin hetero. Als Bildungsaufsteigerin mit Abitur und Studium und gut bezahltem sowie gesellschaftlich anerkanntem Job in meiner Familie inzwischen finanziell abgesichert. Ich bin in Deutschland geboren, light-skinned, mit einer weißen deutschen Mutter und deshalb seit Geburt Besitzerin eines deutschen Passes. Ich bin Teil intellektueller Kreise, kann als Journalistin meine Meinung sogar in öffentlichen Foren sagen, ohne staatliche Bestrafung zu fürchten, und ich habe dafür die Technik und den Zugang zum Internet. Es gibt vieles, mit dem ich es leichter habe als andere. Und ich bin dankbar dafür, dass es so ist. Ich habe Privilegien. Und sie zu kennen und mir bewusst zu machen, verändert meinen Blick auf andere, meine gesellschaftliche Position und Verantwortung. Vielen Dank dafür. Da war jetzt schon sehr, sehr viel drin. Ich würde vor allen Dingen nochmal auf den Punkt zu sprechen kommen, den du machst, indem du sagst, dass diese Art und Weise, auf die Welt zu blicken, auf sich selbst zunächst zu blicken, wir sind ja noch in dem Teil, wo du auch sozusagen von dir ausgehst, aus deiner Position schreibst, du vertiefst aber auch noch zum Beispiel soziale Bewegungen behinderter Menschen, die Bewegung queerer Menschen historisch, du vertiefst das dann quasi in dem Teil, wo du darüber sprichst, dass du deine Perspektive verlässt. Wie hast du das beim Schreiben umgesetzt, dass du quasi sicherstellen kannst, dass dann doch du beschreibst ja auch, dass du darauf hingewiesen wurdest im Schreibprozess, dass dann auch ausschließende Sprache, weil wir sie eben gelernt haben, dann noch dabei war. Also wie hast du das geschafft, dann quasi sicherzustellen und nochmal zu checken, dass das auch alles... Ja, ich weiß gar nicht, das ist ein richtig großes Thema, weil das Thema sicherstellen, glaube ich, kann man nie. Also dieses Buch ist auch kein Ratgeber, so mache das und dann ist alles in Ordnung. Sondern es ist eher so die Idee, eine Haltung zu entwickeln, die Gayatri Spivak, eine Literaturwissenschaftlerin, postkoloniale Forscherin, hat es mal als Lernen und Verlernen beschrieben. Ich habe eine grundsätzliche Haltung, die eine Lernende ist und in der ich bereit bin, aus Fehler zu machen und zuzuhören. Und ich habe mit beispielsweise einem politischen Lektorat gearbeitet. Das waren 3 Personen, die genau die Merkmale quasi mitgebracht haben, bei denen meine Lehrstellen sicherlich auch mit da sind. Ich habe mit den Personen, also ich erzähle viele Geschichten in diesem Buch.
Und die Geschichten dieser Person sind zum Teil mit mir nahen Menschen verbunden, die dann beispielsweise auch Kapitel gelesen haben, die mich auch auf Dinge hingewiesen haben, auf Dinge, wo sie gesagt haben, aber du schreibst jetzt das, aber darüber hast du dann nicht geredet. Denk doch nochmal drüber nach. Und das war ein ganz, ganz toller Prozess, weil er einfach deutlich gemacht hat, dass das ein lebenslanges Ding ist. Deswegen ist es für mich auch eher eine Bestandsaufnahme von dem Zustand, an dem ich 2021, als ich geschrieben habe, war. Nach vielen, vielen Jahren eigentlich eher von Beobachten. Und am Ende des Tages gibt es keine Anleitung dafür, sondern ich glaube, was für mich der Schlüsselmoment war, ist ein Transfer von, wir wissen viel zu viele Dinge nicht. Das heißt, es ist meine persönliche Aufgabe zu recherchieren, ob ich an welchen Orten auch immer, ob das persönlicher Kontakt ist, ob das Bücherlesen ist, ob das Zuhören ist an den unterschiedlichen Orten, wo man ist. Und vor allem in der Begegnung mit Menschen erstmal aufzumachen. Und darüber habe ich massiv viel gelernt. Und das ist ja auch, was ich aufschreibe. Und ich glaube, das ist für mich auch der Weg in so einer komplizierten Zeit, in der wir sind, in der einfach viele Menschen sagen ja so, oh, jetzt reden alle über Diversität, jetzt sind so viele da, alle haben jetzt ihre Ansprüche und ich denke mir so, die waren ja immer schon da, weil wenn wir, und das Buch ist ja auch ein geschichtliches Buch, du hast gerade angesprochen, es geht um soziale Bewegungen, also es geht um die Bewegung der Emanzipation, es ist ein geschichtliches Buch, das auch in Frage stellt, wann fing das eigentlich alles an. Es gibt eine große Zäsur in diesem Land und das ist der Zweite Weltkrieg, das ist die Auslöschung von so vielem Leben, das ist die Shoah, jüdisches Leben, das ist sicherlich bekannt, nicht bekannt genug. Wir haben Antisemitismus, der grassiert, der nicht mal greifbar ist, wo viele Menschen nicht mal den Unterschied zum Rassismus kennen. Wir haben den Kolonialismus, aber wir haben in diesem Zweiten Weltkrieg auch die Auslöschung von queerem Leben, von dem Leben behinderter Menschen, von armen Menschen, von Menschen, die aus der Reihe fallen, von sogenannten asozialen Menschen. Ich mache das jetzt so deutlich, weil es schon wichtig ist zu wissen, wo fing das alles an, wie hat sich unsere Gesellschaft formuliert. Und das ist ja alles nicht lange her. Und worüber haben wir nicht gesprochen? Was haben wir in der Schule nicht gelernt? In welchen Milieus sind wir aufgewachsen? Und was bedeutet es dann heute, wenn wir ganz banale, in Anführungszeichen, banale Debatten führen über Sprache, die ja nur ein Symptom sind für nicht aufgearbeitete Geschichte? Und das ist auch so ein bisschen dieser Versuch, anhand dieser erstmal so leicht zugänglichen Beispiele, bei denen man sich schnell echauffieren kann, zu sagen, wo ist der Kontext? Für mich, das ist mein Zugang gewesen, mich zu trauen, auch aufzuschreiben, weil ich mich mit diesem Kontext versucht habe zu beschäftigen über die Jahre und auch Leute einladen möchte, in diesem Buch das zu tun. So sind das ja diese vielen kleinen Kapitel und ich zitiere auch Leute, ich mache wahrnehmbar, wer sind die Menschen, die viele, viele Jahre viel Arbeit hineingesteckt haben in diese Aufarbeitung. Und das sehr getrennt, weil nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Menschen, die sozusagen in dieser Erfahrung der Unterdrückung und Auslöschung waren, an ihren Orten versucht, sich zu befreien. Und heute leben wir in einer Zeit, Aladin Elmar Falani hat so diesen Tisch aus einer migrantischen Perspektive aufgemacht. Dieser Tisch erweitert sich einfach um all diese Dimensionen der Differenz, sichtbar oder unsichtbar. Und diese Menschen waren immer da und sie sagen jetzt, aber wir möchten mitreden. Und das ist für viele so irritierend, aber eigentlich nur logisch. Und diese Logik zu einer Selbstverständlichkeit zu machen, mit der man sich jetzt halt auseinandersetzen. Und ich sage tatsächlich muss, weil so ist diese Welt. Und so wird sie bleiben und es wird noch komplexer werden. Und es wird einfacher sein, sich dem zu öffnen und einen persönlichen Weg zu finden. Du hast, das hast du ja auch gerade noch mal deutlich gemacht, eben mit einem politischen Lektorat, also du hast dich nicht nur auf den Weg gemacht, sondern du hast auch andere Menschen gefragt, beratend, bist du begleitet worden, wenn wir jetzt auch an die ganzen, also Sensitivity Reading nennt sich das Konzept, und wenn wir jetzt an die ganzen Debatten denken, ich meine, wir haben ständig sozusagen, ob wir jetzt Dokumenta, wir können Winnetou nehmen, wir können eigentlich sehr viele Debatten nehmen, wo festgestellt wird, hier wurde was falsch gemacht, hier fehlt eine Perspektive nicht, können wir dieses Konzept des Menschen mal fragen, Sensitivity Reading, können wir das auf solche Strukturen übertragen oder auch für alle, die hier sozusagen was vorhaben, aber vielleicht noch nicht alle Perspektiven mitdenken? Ja, für mich ist auch ganz wichtig, man könnte sich jetzt, ich nenne das dann immer, also ich empfehle auch sehr, sich hier anzugucken, wer die Personen beispielsweise sind, aber es ist ja nur, also man sollte sich nicht darauf ausruhen. Also das ist jetzt so, es war auch ein Ausprobieren. Zum Beispiel im Literaturbetrieb ist diese Art des Arbeitens ja überhaupt nicht Usus.
Also es ist schlecht bezahlt, man muss dafür kämpfen, dass bestimmte Räume geöffnet werden, dass der Sinn der Sache gesehen wird, um zum Beispiel auch so Debatten entgegenzusteuern, die wir dann so hatten, so wer darf über wen reden und wen nicht. Das ist das Prinzip der gemeinschaftlichen Denken. Also wenn ich das Vorhaben habe, einen Roman zu schreiben und ich beschäftige mich mit ProtagonistInnen oder ich mache einen Beitrag im Fernsehen oder im Radio, weil das ist ja, das ist ja der Ort, wo ich arbeite, dann ist es ein Teil von Handwerk. Und ich glaube, das ist der springende Punkt. Die Anerkennung, dass wir nicht alles wissen können, dass wir in einer Gesellschaft, einer heterogenen Gesellschaft leben, wenn wir den Anspruch haben, ein breites Publikum abzubilden und nicht nur für bestimmte Menschen zu senden, zu schreiben oder Bildungsprojekte zu machen oder eine Bücherei anzubieten und sozusagen über Barrieren nachdenken, über Zugänge, und das hat auch mit Klasse zu tun, dann wird es kompliziert, wenn man das alleine macht. Weil man kann ja nicht alles auf dem Schirm haben. Bedeutet, eigentlich geht es immer um ein Teamdenken. Hol dir die Leute dazu, und zwar auf Augenhöhe, nicht um sie mal für, ich sage jetzt mal ganz banal, billig einzukaufen, damit du nach außen hin schön glänzt, sondern es als wirklich das Prinzip zu etablieren, diese Multiperspektive. Das geht nicht immer in allem grundsätzlich, aber eine grundsätzliche Haltung, und das ist dieser intersektionale Denkraum, führt dazu, bei allen Arbeiten, die wir machen, in egal welchem Arbeitsbereich wir sind, nochmal innezuhalten und zu überlegen, habe ich das jetzt mitgedacht? Schaffe ich das überhaupt allein? Und wenn ich das nicht tue, wer könnte mich dabei unterstützen? Und zwar nicht, damit, wie gesagt, damit ich glänze, sondern damit das so einen anderen Chor ergibt. Und wenn man damit anfängt, und das mache ich halt im Journalistischen, das ist dann eher diese Ausbildung junger JournalistIn, dass es mir zum Beispiel um eine diversitätsbewusste Berichterstattung geht. Was bedeutet das eigentlich? Das ist nicht Usus, das gibt es nicht. Das ist nicht etwas, was man in der Ausbildung gleich lernt. Aber es ist ein Handwerk. Und dieses Handwerk zu übersetzen in seine Arbeit, das ist der Weg. Und dann fallen die Dinge nicht mehr so schwer, weil sie selbstverständlich sind. Und ich glaube, das ist der Ansatz. Wie schaffe ich diese Selbstverständlichkeiten? Und die schaffe ich mit Menschen, indem ich auch die Bühne freimache und teilen lerne. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, auch die Anwesenden hier sozusagen nehmen das mit, das Prinzip der Multiperspektivität. Das finde ich schön. Ich glaube, davon brauchen wir mehr. Ich würde jetzt mal einen Cut machen und vielleicht nochmal zurück zu der Zeit der Entstehung des Buches oder vielleicht ein bisschen davor, weil ich glaube, 2020, abgesehen davon, dass Corona uns alle ziemlich oder vieles verändert hat, wenn wir politisch gucken, hat uns ja vor allen Dingen hier in Hessen Hanau beschäftigt und natürlich viel später George Floyd. Aber wir bleiben mal bei Hanau, denn das ist natürlich auch zur Sprache gekommen in deinem Buch. Und vielleicht blickst du erstmal zurück auf diese Zeit. Es war für dich klar, Hanau soll ein Teil sein im Buch. Genau, wie war das für dich auch, das auch mal hier mit reinzubringen als Thema? Ja, es ist interessant, weil in diesem Jahr 2020 ja eigentlich auch sozusagen dingfest gemacht wurde, dass ich dieses Buch schreibe und gleichzeitig dieses Jahr so absurd war, weil wenn ihr euch erinnert, dann war eben der rassistisch motivierte Anschlag in Hanau und dann waren die Black Lives Matter Demonstrationen, manche nennen es die neue Rassismusdebatte, sie hat das Thema antischwarzen Rassismus zum ersten Mal in dieser doch längeren Form, weil das Thema antischwarzer Rassismus war natürlich für die sozial bewegt sind, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland und all die anderen schwarzen Menschen, die in der sozialen Bewegung aktiv sind, für die ist das natürlich schon viel länger Thema und darüber schreibe ich auch, es ist viel auch soziale Bewegungsgeschichte. Aus dieser Perspektive war dieses Jahr natürlich immanent, weil etwas auf den Tisch gehauen wurde, was vorher überhaupt kein Gespräch rüber. Und warum Hanau da drin vorkommt, auch in der Gemengelage mit diesem Jahr 2020, ist, weil es auch eine Zäsur darstellt in dieser Zeit, in dieser Kontinuität rassistisch motivierter Gewalt. Weil wir erinnern uns an die NSU-Morde. Und als die NSU-Morde als publik wurde, war ich in meinen jungen Jahren Journalistin. Und das waren andere Zeiten. Es gab, und das erzähle ich auch in diesem Buch, Zeiten. Ich meine, wann habe ich den Begriff Rassismus überhaupt mal verwenden können? Und nicht Leute, dass sie mich überhaupt angeguckt haben, den gibt es doch hier gar nicht. Als ich aufgewachsen bin, gab es keinen Rassismus. Ich bin 1980er-Jahrgang. Also wir sind... Okay, ich verrate. Egal. Genau. Also wir sind 80er-Jahrgang. Also so auch diese Genese. Also wann haben wir überhaupt Sprache für Dinge bekommen, wie sie sind?
wie mussten wir sie uns erkämpfen, wie haben sie in öffentlichen Räumen stattgefunden. Und da ist natürlich 2020 eine Zäsur. Und sie ist vor allem auch eine Zäsur, weil es ein Generationenporträt ist. Weil viele Menschen über Jahre versucht haben, sichtbar zu machen. Und in diesem Jahr die nächsten, die jüngeren Generationen, es nicht nur am Alter festzumachen, weil es immer ein intergenerationales war, aber gut ausgebildete, vernetzte, mit Social-Media-Strukturen, neue Narrative, neue andere Formen, wo man Öffentlichkeit schaffen konnte, die waren alle 2020 da. Globale Verbindungen gab es im Übrigen immer. Black Lives Matter war nicht 2020, ist in den USA schon 2013 gewesen. Die Verbindungen zwischen USA und Deutschland sind schon lange da. Und all das war 2020 ein sehr intensives Jahr für viele, viele Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, auch für mich. Und deswegen ist das so ein zentraler Moment, der ja nicht aufgehört hat. Wir leben ja jetzt nicht 3 Jahre später und die Zeiten sind vorbei, sondern die antidemokratischen Bewegungen, die Gewalt ist da und wächst und ist genauso am sich bestärken und Räume fassen, wie auch die andere Seite, die ich gerade beschrieb, dass nämlich Menschen sich zusammentun auf dieser intersektionalen Ebene und sagen, die Kämpfe marginalisierter, unterdrückter müssen zusammengekämpft werden. Wir machen das jetzt nicht mehr in getrennten Räumen. Ich kenne viele, ob das jetzt Organisationen, Menschen, Orte sind, wo versucht wird, dieses Minderheiten-Mehrheiten-Prinzip eben aufzulösen. Weil wer sind die Minderheiten zu welcher Mehrheit? Man könnte in einem intersektionalen Denkraum, den ich ja gerade versucht habe zu beschreiben, und sei es am Mini-Beispiel mit meiner Cousine, zeigt ja, das ist konstruiert. Wir haben das gleiche Thema. Und das Thema hat eine Geschichte. Und weil diese Geschichte nicht aufgearbeitet ist, hat sie ihren Fortsatz, und das sehen wir in antidemokratischen Bewegungen. Und um die geht es mir tatsächlich in der Hauptsache. Weil das ist das, was lebensbedrohlich ist. Und das ist nicht klein. Ja. Vielleicht möchtest du uns gerne aus dem Kapitel, denke ich, an Hanau ein bisschen lesen. Und dann wäre es super, wenn wir auch noch mal auf den aktuellen Stand hier in Wiesbaden ganz besonders zu sprechen kommen. Aber das machen wir gleich. Das ist ein bisschen so ein Mix, den ich aus diesem Kapitel, denke ich, an Hanau jetzt zusammenlese. Am Morgen nach ihrem Tod wird mein WhatsApp-Eingang von Nachrichten geflutet. Ich kann mich nicht mehr genau an meine Gefühle in diesem Moment erinnern. Vielleicht, weil ich mir mein Rüstzeug als Journalistin angezogen habe, das mich meistens schützt. Es war nicht die erste rassistisch oder antisemitisch motivierte Tat dieser Art, die mir nahe ging. Aber noch nie eine geografisch so nah wie dieses Mal. Wir blicken auf Jahre der politischen und sprachlichen Verrohung zurück, dem Aufstieg der Rechtspopulisten und Rechtsextremen. Eine kontinuierliche Geschichte rechtsterroristischer Gewalt, die bis in die Anfänge der Extremismus- und Terrorismusforschung der 70er Jahre zurückverfolgt werden kann. Es musste erst die Selbstenttarnung des NSU folgen, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, das in einer problematischen Aufarbeitung und in einem enttäuschten Urteil für viele mündete. Spätestens der Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke 2019 hat einer breiten Masse deutlich gemacht, inmitten der deutschen Gesellschaft haben sich rechtsextreme Gewalttäter radikalisiert und ihre Netzwerke funktionieren schon lange ziemlich gut. Diese Gewalttat brachte auch die Geschichte des Nebenklägers Ahmed I. ans Licht, der 2016 vor einer Unterkunft für Geflüchtete im nordhessischen Lohfelden niedergestochen wurde und im Prozess davon berichtete, wie die Behörden ihm nicht glauben wollte, dass er von einem Neonazi angegriffen worden sei. Genauer gesagt von Stefan E., dem Angeklagten. Recht bekam Ahmed nicht. So offenbarte der Lübcke-Mord, dass es für eine Einsicht einen Mord an einem Politiker braucht. Es brauchte für diese Erkenntnis viele ungeklärte Polizeiskandale und unzählige dokumentierte Fälle schwarzer Menschen, die in Polizeigewahrsam gestorben sind, und die gesamte Auflösung des Sondereinsatzkommandos in der westdeutschen Frankfurter Polizei aufgrund volksverhetzender Chats. Ein Eklat, der zuletzt die Tatsache bekannt machte, dass nach dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau 13 von ihnen dort im Einsatz waren und die Angehörigen und Überlebenden sich damals über den Umgang von Sicherheitskräften mit ihnen beschwert hatten. Bewaffnete SEK-Beamte, die das Auto umstellt hatten, in dem Mercedes Kirpatschs Vater darauf wartete, zu seiner ermordeten Tochter zu dürfen. Er hatte Angst vor ihnen. Kein Vergessen, kein Schlussstrich.
den NSU-Komplex auflösen und auch an die ermordeten Enver Şimşek, Abdurrahim Özduguru, Süleyman Taşköprü, Habil Kilic, Mehmet Turgut, İsmail Yasar, Theodoros Bulgaridis, Mehmet Kubacik, Halit Yozgat, Michael Kiesewetter denken. Nach 5 Jahren NSU-Prozess sollte es kein Abhaken geben, denn die gesellschaftlichen Bedingungen, die den NSU möglich machten, bestehen fort. Die Zeit des Handelns bleibt. Seit den 90er Jahren beobachten wir die bedrückende Kontinuität rassistischer und rechter Gewalt. Auf zivilgesellschaftlichen Druck etablierte die Bundesregierung 2020 erstmals ein sogenanntes Rassismuskabinett. Es sollte viele Dinge verändern. Doch außer einem Maßnahmenplan mit 99 Punkten, der vage blieb und für die Zukunft wenig nutzte, weil er keine ganzheitliche und nachhaltige Strategie verfolgte, ist wenig passiert. Gleichzeitig glauben in Deutschland nicht wenige Menschen, wir hätten inzwischen genug über Rassismus gesprochen. Wieso fällt es vielen Menschen hierzulande zu schwer, sich solidarisch mit den Betroffenen von rechter, rassistischer oder antisemitischer Gewalt zu zeigen? Wir könnten das erweitern auf transfeindliche Gewalt. Wieso könnten so viele einfach zum Alltag zurückkehren, während die Hinterbliebenen auch Jahre danach immer noch kämpfen? Was uns fehlt, ist ein Wissen oder wissen wollen, durch welche Atmosphäre sich Menschen immer wieder zu Taten ermutigt fühlen. Dass das Sprechen über Menschen und ihre Leben, das Sagbare, die Stimmungslage, sich schon lange nach rechts verschoben hat. So viel wurde schon über die Radikalisierung im Netz und den Einfluss von Sprache oder Rhetorik rechter Parteien wie der AfD geschrieben. Letztere werteten Shisha-Bars auf Basis polizeilicher und innenpolitischer Zuschreibung als Gefahrenorte krimineller Machenschaften ab. Obwohl sie Treffpunkt für so viele junge Menschen sind, die in Clubs die alltägliche Erfahrung machen, wegen ihres Aussehens nicht hineingelassen zu werden. Allein an diesem Beispiel lassen sich Mikroaggressionen beschreiben, die auch die Opfer von Hanau erlebten. Eine Sekunde. Jetzt habe ich. Hast du die Seite? Jetzt bin ich ganz. Ich habe dieselbe Seite aufgeschrieben, das war nicht so smart. Ich wollte nämlich springen. Ah ja. Auch ein Jahr nach Hanau war die Distanz zu den Opfern und ihren Treffpunkten wie den Shisha-Bars noch zu spüren. Es war gut an der medialen Berichterstattung erkennbar. Wie unsensibel sich viele Medienschaffende vor Ort in Hanau verhielten und wie das Publikum reagierte. Es gab diejenigen, die trauerten und andere, die Hanau gar nicht mehr auf dem Schirm hatten. Es fehlt das Wissen über die Biografien, die Leben, für welche die Ermordeten repräsentativ standen. Was es bedeutet, in diesem Land muslimisch zu sein oder muslimisch gelesen zu werden. Oder dass unter den Opfern Angehörige der Roma-Community waren. Es wurde nicht genug deutlich gemacht, dass die Toten insgesamt ein komplexes Bild unserer Gesellschaft zeichnen, weil sie aus unterschiedlichen Zusammenhängen stammten. Ihre Biografien vielfältig sind. Sie waren kein geschlossener Kreis, keine homogene Gruppe. Und deshalb waren auch die Folgen ihres Todes für die Angehörigen sehr unterschiedlich und deren Leben danach. Das sind sie bis heute. Für Menschen wie mich stellt der Anschlag eine Zäsur auf mehreren Ebenen dar. Denn neben all den Perspektiven, den Forderungen, aber auch der Wut, die von Seiten der Betroffenen und unzähliger zivilgesellschaftlicher Institutionen bereits formuliert wurden, geht es heute mehr denn je auch um ihr Empowerment, also ihre Selbstbestärkung. Schon immer haben betroffene Menschen für sich selbst gesorgt. Aber insbesondere nach Hanau nutzten sie öffentlichkeitswirksame Strategien, die früher ohne die Errungenschaften sozialer Bewegung und das Vernetzen via Social Media nicht möglich gewesen sind. Es geht um Selbstbestärkung als politische Praxis, eine Art wachsende politische Selbstverteidigungsstrategie. Ich schrieb bereits, also im Buch vorher, über selbstermächtigte Trainings und Methoden für Menschen, die von Ausgrenzung betroffen sind. Sie brauchen Strategien im Umgang mit körperlichen, emotionalen, psychischen und sozialen Folgen. Heute geht es dabei oft weniger darum, sich erklären zu können, sondern Selbstschutz und Eigeninitiative stehen im Vordergrund. Schon lange dokumentieren Betroffene ihre Ausschlüsse, sammeln Daten und Zahlen an ihren Orten, wie beispielsweise die Kampagne für Opfer rassistischer Polizeigewalt, KOP, seit Anfang der 2000er Jahre in Berlin.
Ich beobachte, dass mehr rassismuskritische und intersektionale Initiativen und Bündnisse sich formen. Es ist eine bestärkende Kontinuität, die ich beobachte und die für mich die Erfüllung dessen ist, was Bell Hooks sich als widerständige Kultur wünschte. Tot sind wir erst, wenn man uns vergisst, schrieb Ferhat Unvar 2015 auf seiner Facebook-Seite. Heute steht dieser Satz auf Karten, Aufklebern, Plakaten und Schildern. In Entschlossenheit gegen das Vergessen, gegen das Verschweigen, gegen die Angst zeigen Aktive wie ihr selbstorganisiertes Gedenken auch eine widerständige Praxis gegen einen Normalzustand des Ignorierens und Vergessens in Deutschland ist. Das Hanauer Attentat 2020 war schließlich der dritte Anschlag in Deutschland innerhalb von nur 9 Monaten. 2011 hatte sich der NSU selbst enttarnt. Und immer wieder klangen und klingen die Vorwürfe von Seiten der Hinterbliebenen ähnlich. Und deshalb gilt, wir müssen endlich über migrantisierten Rassismus in diesem Land sprechen, der sich von einem rassifizierten Rassismus unterscheidet. Ich als schwarze Frau bin von beidem betroffen, weil ich anti-schwarzen Rassismus erfahre, aber auch die Abwertung kenne, die Menschen erfahren, die hierzulande als Migranten markiert werden. Um dieses Unwissen nicht wissen wollen und der Ohnmacht etwas entgegenzusetzen, hat die Initiative 19. Februar mit dem Hashtag Kein Vergessen und mit dem stetigen Auflisten der Namen der Opfer von Hanau öffentlichkeitswirksame Strategien entwickelt. Bis heute wird diese Liste in Social-Media-Kanälen von den unterschiedlichsten Menschen geteilt, werden bei öffentlichen Veranstaltungen erst die Namen der Opfer verlesen, dann solidarische Praxen etabliert und Wissensstände ausgebaut. Viele der dort Aktiven sind in unterschiedlichen Feldern aktiv, weil sich die Themen in den Lebenswelten auf intersektionaler Ebene überschneiden. Sich für die Rechte von geflüchteten Menschen oder für Kinder einzusetzen, ist für einige eng mit der eigenen Biografie und Familiengeschichte verknüpft. Sie wissen, was die psychischen und sozialen Auswirkungen eines Duldungsstatus, die Perspektivlosigkeit oder eine drohende Abschiebung mitsamt der Schikanen durch die Ausländerbehörde bedeuten. Manche UnterstützerInnen der Hanauer Initiative waren selbst einmal geflüchtete Jugendliche, die sich in der Initiative Jugendliche ohne Grenzen, JOG, organisierten, über die ich in meinen journalistischen Anfängen schrieb. Heute sind sie erwachsen und in ihrer politischen Arbeit in mehrfacher Hinsicht ausgebildet. Früh waren sie DolmetscherInnen zwischen Familie, Behörden und der Außenwelt, haben gelernt, wie es ist, in angespannten Situationen zu funktionieren, durchzukommen und im besten Fall erfolgreich zu sein. Viele von ihnen sind heute in transnationalen Bündnissen aktiv, mit Initiativen, die sich an den Außengrenzen Europas für die geflüchteten Menschen dort einsetzen. Ich erzähle das alles, um zu zeigen, dass ihre Bewegung auch eine globale Perspektive hat. Gedenken stört das Vergessen, das Verdrängen und den Versuch, die Anschläge beiseite zu schieben, damit es wie bisher weitergehen kann. Gedenken ist wichtig, um politisch etwas zu verändern. Für migrantisierte Menschen, für schwarze Menschen, für Juden, Jüdinnen, Sintize, Romja bedeutet Gedenken auch die Möglichkeit kollektiver Trauer und Retraumatisierung gemeinsam zu verarbeiten. Es erklärt, warum tausende Menschen via Livestream in der Corona-Zeit die Reden der Hinterbliebenen von Hanau verfolgten und bundesweit kleinere Kundgebungen organisierten, um Solidarität zu zeigen. Immer im Versuch der Einbeziehung der Überlebenden und Angehörigen. Einbezogen zu werden und einzubeziehen ist wichtig, weil es den gesellschaftlichen Ausschlüssen etwas entgegensetzt. Was ich hier beschreibe, ist alles unglaublich intensiv. Deshalb schenke ich diesen Gedanken ihren Raum. Ich weiß von vielen Menschen, wie sehr sie sich an Innehalten wünschen und mental auch bräuchten. Denn die Arbeit der Intervention bedeutet auch, einen Kampf ums Gedenken und für Veränderungen zu führen. Es soll doch kein Mensch umsonst gegangen sein. Es ist das, was viele antreibt, weil so viele Fragen offen geblieben sind. Fragen nach der Selbstenttarnung des NSU oder in Hanau. Jetzt käme hier diese Stelle, als bekannt geworden ist, dass der Vater, die Mörder des Waffen, ich zähle jetzt hier die ganzen Dinge auf, die bis heute im Ausschuss, wir reden ja auch gleich darüber, besprochen werden. Die Opfer von Hanau dürfen nicht vergessen werden. Dieser Appell richtet sich an uns alle. Es bringt wenig, sich kurzzeitig zu erregen. Es braucht Kenntnis über die Ursachen, wenn wir uns ein Miteinander und keine weiteren Anschläge wie die von Hanau wünschen. Deshalb sollten wir nicht nur über leicht verdauliche Rassismusphänomene sprechen, sondern über die Gewalt, die sie auslösen und wie sich diese in den Institutionen verfestigt.
Es wird Zeit, in Schulen, in Unternehmen, in Behörden, in der Justiz und in den Medien dafür zu sensibilisieren, um die Gewalt gar nicht erst entstehen zu lassen. Es muss aufhören, dass Anschläge als Einzeltaten verstanden werden. Denn das ist gefährlich, weil das die wachsende Gefahr verkennt und die Erkenntnisse der Forschung und das Wissen jahrzehntelanger antirassistischer Kämpfe übersieht. Was wir brauchen, ist eine wehrhafte Gesellschaft mit nachhaltigen Projekten, die Prävention nicht den Überlebenden, Hinterbliebenen und ihren unterstützenden Kreisen überlässt. Wehrhaft zu sein bedeutet, dass jeder Mensch das Recht und die Freiheit hat, den Staat zu kritisieren, aber Parteien, Vereine oder Personen, die die Demokratie und ihre Grundgesetze abschaffen wollen, mit Verboten und Strafen rechnen müssen. So sollten die Feinde der Freiheit in Deutschland nie wieder eine Chance bekommen, Menschenrechte und Demokratie abzuschaffen. Die Demokratie ist darauf angewiesen, dass Menschen die Verletzlichsten einer Gesellschaft verteidigen. Unentbehrlich, Solidarität mit Betroffenen rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt heißt der Sammelband der Frankfurter Soziologin Harpreet Rout-Scholja und der Sozialwissenschaftlerin Christine Jenicke, indem sie nach dem Anschlag von Hanau jene Menschen zu Wort kommen lassen, die schon lange an der Seite von Marginalisierten stehen, die beraten, unterstützen und intervenieren und gemeinsam kämpfen. Ihr Empowerment erklärt, wie diskriminierte Menschen aller Arten es schaffen, ihre Macht- und Handlungsspielräume auszuweiten. Powersharing bedeutet, dass Menschen in Machtpositionen, die nicht von Diskriminierungen betroffen sind, sich ihnen anschließen und Ressourcen umzuverteilen versuchen. Vielerorts hat sich inzwischen der von Bell Hooks geprägte Begriff der Alliierten Allies eingeprägt, die im Gemeinsamen für eine machtkritische Gesellschaft eintreten. Es ist leicht, eine schwarze Kachel zu posten, aber viel schwieriger ist es, dauerhaft dran zu bleiben. Menschen, die nicht die Erfahrung machen, unterdrückt oder marginalisiert zu werden, müssen sich damit auseinandersetzen, was es heißt, als Einzige mit Personen in einem Raum zu sitzen, wenn über Personen, die nicht beteiligt sind, gesprochen und entschieden wird. Jeder von uns sollte sich fragen, aus welcher Position heraus gesprochen wird. Das erfordert intensive und kritische Selbstarbeit, die nie aufhört, aber ein gemeinsames Ziel hat. Ein Miteinander erleichtert diese Arbeit. Vielen, vielen Dank. Ja, wir hatten ja im Vorfeld gesprochen, dass wir auf jeden Fall dieses Thema ansprechen wollen, weil wir eben nun mal heute hier auch in Wiesbaden sitzen. Und jetzt hatte ich das ja schon angekündigt, du hast das 2021 geschrieben, also da war Hanau noch sehr, sehr präsent. Jetzt, was würdest du denn heute ergänzen, wenn du nochmal an einen Text? Also aus so einer Mainstream-Perspektive, und das ist ja immer so dieser Wechsel, also was sagt so eine breite Öffentlichkeit, wie wird so gesprochen, würde ich schon sagen, dass diese Intervention damals und dieses ein Jahr später schon mehr Räume erfasst hat. Dass ein Jan Böhmermann jetzt diese NSU-Akten in einem öffentlich-rechtlichen Format aufdeckt und das in so einem, ja, ich meine, das ist ein politisches, sehr viel geschautes Format, ist eine interessante Perspektive, weil was bedeutet das erstmal? Es bedeutet ja erstmal, in andere Räume das zu tragen. Und das macht Druck. Das heißt, und es zeigt auch dieses Powersharing, was ich beschrieben habe, dass die, die vermeintlich nicht betroffen sind, die sich es bequem machen könnten zu sagen, naja, das ist schon schlimm, ist jetzt halt so, sagen, nee, das machen wir uns jetzt zu eigen und wir nutzen dieses Privileg, das wir haben und wir stoßen dieses Ding weiter voran. Das ist, glaube ich, erstmal das Prinzip. Dafür würde ich gar nicht viel mehr dazu sagen. Das sehen wir an unterschiedlichen Orten. Da könnten wir jetzt die Iran-Proteste nehmen und könnten schauen, wie diskutiert wird darüber, wer spricht darüber, wie wird so. Das ist für mich so ein bisschen dieses Thema der Aufmerksamkeitsökonomie. Wir haben so viele dieser Begriff Aufmerksamkeitsökonomie aus so einem Mediensprech ist, dass bestimmte Schlagzeilen sich eben halten, bestimmte Debatten geführt werden und dann sind die wieder weg. Das hat einfach eine Dynamik, die läuft, die kann man immer wieder beobachten. Jetzt leben wir aber in einer Zeit, in der alles gleichzeitig parallel und auf Dauer läuft. Nichts ist einfach mehr weg. Es ist einfach stetig da. Es kommt nur in Wellen nach oben. Und genau in diesen Räumen, und das wäre jetzt das, was ich sehe, ist, dass immer mehr die in etablierten Positionen sind, begreifen, irgendwie das zu fassen zu kriegen. Das ist noch ganz am Anfang. Deswegen, ich feiere es in dem Sinne, dass es am Anfang ist, weil ich das natürlich, ich habe ja vorhin auch meine Position geschrieben, die eine
viel privilegiertere ist als vor 10 Jahren. Also wenn man meine Genese, ich beschreibe die auch journalistisch, sieht, dann bin ich heute in einer privilegierten Position, der jetzt nicht mehr gesagt wird, also du kannst nicht über Rassismus schreiben, weil du bist ja selber davon betroffen, dann bist du ja nicht neutral. Also das ist so, das ist, da komme ich her. Sondern jetzt, okay, das ist jetzt Wissen, das nicht viele haben, aber es geht nur in Kombination mit anderen. Und das sind die Zustände, in denen wir schon noch immer sind. Also ich muss mir Sparringpartner suchen, über Hanau zu sprechen, eine Sprache zu finden, die Leute abholt. Und das ist dann das Interessante, wenn so ein Format auf einmal etwas anspricht, was ja schon über Jahre angesprochen wurde. Es ist jetzt ja nicht so, dass diese Kritik an diesen unter Verschluss gehaltenen Akten nicht schon da gewesen wäre. Aber wie konnte das passieren? Und das ist eine Form von Power-Sharing, die ein sehr prominentes Beispiel ist. Und ein anderes ist natürlich solche Dinge wie im NSU-Ausschuss. Wir haben ja jetzt gerade eine Debatte darüber, die FR hat ja auch berichtet, darüber, was in Zwischenräumen passiert, wer spricht wie über Zugänge zu Kellern, wie wird das dann öffentlich gemacht und dann muss Stellung bezogen werden. Das sind ja alles Sachen, dass überhaupt Vorsprachen stattfinden, dass es überhaupt ernst genommen wird, dass JournalistInnen, und ich spreche oft aus einer journalistischen Perspektive, dass es einfach immer mehr auch Leute gibt, die sagen so, ich nehme dich ernst in dem, was du sagst, weil das ist ja das, was ich sage, Betroffene, und das ist wirklich ein schmaler Grat, Betroffene haben das Wissen, was für andere nicht ersichtlich ist. Betroffene zu empfindlichen Menschen abzukanzeln, ist eine Abwehrstrategie, weil in dem Moment, wo Emotionalität die Bedeutung hat, nicht rational zu sein, ist das ein Problem. Und ich habe in dem Buch ein großes Kapitel über unsere Auseinandersetzung als Gesellschaft mit Emotionen, weil zu sagen, dass diese Themen nicht emotional sind, sie sind für alle hochgradig emotional. Das heißt, wenn die einen den anderen das Wissen absprechen, weil sie zu emotional sind, tun sie das aus einer eigenen Emotionalität heraus. Das heißt, wir müssen über diese Emotionsgeschichte, die tatsächlich im Wissenschaftsbereich erforscht wird, wie sind Gesellschaften emotional mit Krisen umgegangen? Und wir stecken in, also analytisch gesehen, in so vielen, weil wir in einer Transformation unserer Gesellschaft stecken. Mit diesem Krieg, glaube ich, ist jedem bewusst geworden, was es auf einmal bedeutet, dass es vor der Haustüre ist. Jetzt geht es um Teilen, jetzt geht es um Energie, jetzt geht es um Heizen, jetzt geht es um all diese Dinge, es geht um Teilen. Also wirklich Menschen, die sich vorher wirklich ganz weit nicht beschäftigen mussten, die vielleicht auch die Haltung hatten, Krieg, das hatten wir hier nicht, während ganz viele migrantisierte Menschen aus Kriegsgebieten kommen und man so sagen konnte, der Krieg war die ganze Zeit da, die Menschen sind hier, Stichwort. Das sind alles Dinge, die sind jetzt da. Und wer ist jetzt bereit, für die zu sprechen und in die Räume zu springen, um die Betroffenen in Anführungszeichen sichtbarer und ihnen eine Wahrnehmbarkeit zu schaffen, die auf einer rational und emotionalen Ebene stattfindet. Für mich ist es nämlich die Verbindung. Ich finde, wir müssen eine emotionale Geschichte daraus machen, weil es uns als Gesellschaft so ans Eingemachte geht. Bevor wir nochmal in die Emotionen blicken, würde mich doch nochmal, du hast jetzt Betroffenen, also wir sprechen heute anders über Hanau, über NSU. Es hat auch eine Professionalisierung stattgefunden. Es ist eine Selbstbestärkung da. Das sieht man an den Beispielen, die du gebracht hast, aber vielleicht auch an der Ausstellung Forensic Architecture. Mhm. Also Betroffene nutzen sozusagen forensische Gutachten, empowern sich. Wie würdest du aber als Politologin vielleicht nochmal oder auch als Journalistin, weil du hattest ja auch gesagt, es gab einen Ausschuss, es gab ein Kabinett gegen Rechtsextremismus, es gab viele hier hessische Politiker in Wiesbaden, von Frankfurt, also alle haben versprochen, dass sie irgendwie auch etwas daraus ableiten. Wie ist denn deine Bilanz dazu? Das ist jetzt das große Thema Strukturen, was ja so ein bisschen abstrakt ist, weil was ist eine Struktur? Also Struktur ist erstmal so Routinen, Abläufe, Dinge, die man immer schon getan hat. Paragraphen gehören auch zur Struktur und die sind ja von Menschen gemacht. Und ich habe ja in dem Kapitel auch dieses Rassismuskabinett angesprochen mit den 99 Maßnahmen. Und das sind ja alles auch bürokratische Mechanismen. Es gab ja Vorsprachen von NGOs, von Initiativen, die versucht haben, in diese Struktur hineinzuwirken. Und es ist egal, an welche Orte man geht, wenn Menschen diesen Ansatz, dieses Verständnis für alles das, was ich vorhin gesagt habe, nicht haben,
werden sich bestimmte Strukturen nicht verändern. Und das führt dann zu solchen Geschichten, die wir haben, dass dann gesagt wird, wir müssen etwas gegen Rassismus tun. Wir haben viele große Ankündigungen gehabt, aber in der Struktur verändert sich nichts, weil es bedeuten würde, viele Steine umdrehen zu müssen. Also alleine den Paragraph 22a, verdachtsunabhängige Kontrollen, das wäre dann das große Thema Racial Profiling. Seit 2012 Thema. Überhaupt diesen Begriff ja zu etablieren, war ja ein riesiger Weg, weil es in Deutsch Racial Profiling, rassistisch motivierte Polizeikontrollen, weil es ja keinen Rassismus in der Polizei gibt, weil es überhaupt keinen Rassismus gibt, dann gibt es ihn auch nicht in der Polizei. Wie kann es Rassismus in einer Struktur geben? Eine Struktur ist doch abstrakt, das sind doch Menschen, man kann doch niemanden bashen. Und dann guckt man aber auf einen Paragraphen und sagt, wie befördert zum Beispiel ein Paragraph rassistische Handlungen, wenn ein Mensch rassistisch motiviert handeln möchte. Das ist diese Aufarbeitung, die stattfinden müsste. Und bevor die aber stattfinden kann, müssten die in Führungspositionen erkennen, dass es diese Mechanismen gibt. Und zwar in allen Bereichen der Diskriminierung. Wir können auch das Beispiel der neuen Antidiskriminierungsbeauftragten des Bundes nehmen. Wir hatten so lange Anferde Attermann, wir hatten lange keine. Und es gab eine riesige Debatte über diese Position und diese Person. Und das ist gar nicht mein Thema. Aber alleine mal zu sagen, es gab diese Position nicht in diesem Land. Keiner hat sie besetzt und wir haben massive Probleme, was dieses Thema angeht. Das ist auch Struktur. Welchen Themen wird Wert beigemessen? Wie viele Personen beackern es denn überhaupt dann in einem politischen Apparat? Wie ist das auf Landesebene? Gibt es Rassismusbeauftragte? Gibt es nicht nur einzelne Beauftragte, sondern arbeiten die auch zusammen in so einem intersektionalen Verständnis? Inwiefern haben sie überhaupt die Power, die Strukturen zu hinterfragen? Oder klopfen sie dann, also wie viele gläserne Decken gibt es da und warum sind die da? Also ich könnte jetzt unendlich weiter über Strukturen reden. Und man kann das übertragen auf den Bildungsbereich und auf alle größeren Institutionen, auch auf den Medienbereich. Und das ist die eigentliche Problematik. Deswegen geht es mir im ersten Ansatz des Buches um so eine Ich-Beschäftigung. Wäre schön, wenn sich jeder mal mit sich selbst beschäftigt, weil ich schon glaube, das ist der Schlüssel. Ohne bei sich selbst anzufangen, werde ich in der. Aber der Hauptschritt für mich ist, dass das eigentlich in Aktion mündet. In das Identifizieren in den Strukturen, wo man arbeitet. Und das ist dann dieses Beispiel mit JournalistInnen, die auf einmal beispielsweise Betroffenen in Anführungszeichen Aufmerksamkeit schenken, weil sie sehen, dass sie im System, das strukturelle Probleme hat, nicht gehört werden. Das heißt, da ändert sich die Perspektive, weil man sich fragt, warum wurden die eigentlich nicht ernst genommen? Warum gibt es keinen Ort in der Struktur? Warum kann man sich nicht beispielsweise über die Polizei bescheren, weil es gibt keine unabhängigen Beschwerdestellen? Warum gibt es keine Studie? Warum wird nichts festgehalten? Wenn man das begreift, fängt man an, einen anderen Blick zu entwickeln. Und das ist jetzt ein Ausschnitt, den können wir jetzt übertragen auf so viele andere Differenzbereiche. Weil wenn wir anfangen über Ableismus und über Queerfeindlichkeit und über Antisemitismus, das multipliziert sich dann. Genau, wir müssen hier dann den Cut machen. Vielleicht können Jana und Flo aber auf jeden Fall ein paar von den Exemplaren bei der Landesregierung ausliefern. Vielleicht hilft das ja was. Und ich meine, wir haben über Strukturen gesprochen. Du hast aber gleich zu Beginn gesagt, Menschen sind in Strukturen und wir haben ja jetzt Menschen wie Ferda Attermann. Also würdest du doch ein bisschen hoffnungsvoll. Wir haben neue junge PolitikerInnen of Color. Der Bundestag wird immer jünger, immer diverser. Auch hier in Hessen ist das so. Wir haben, Staatssekretärin Soraya Gomez, eine schwarze Frau. Ja, also ganz viele neue Positionen. Also bist du doch ein bisschen hoffnungsvoll, dass Menschen in den Strukturen dann vielleicht diesen Strukturwandel letztendlich mit anstoßen? Na gut, also ganz klar, Repräsentation ist eine relevante Komponente. Wenn wir bei der klassischen Debatte über Quoten gucken, dann kann man jetzt sagen, Quoten, aber in dem Moment, wo wir über Quoten reden, reden wir über das Thema, weil diese Quoten gibt es nicht. Es gibt ja keine Erfüllung keiner Quote. Bei manchen gibt es keine Quote. Also Repräsentation spielt eine Rolle, aber es gibt ein systemisches Denken. Eine Person verändert kein System. Es muss von dieser Person, also jetzt mal in so einem kleinen Kosmos gedacht, mindestens drei geben, weil zwei sind dann erstmal unterschiedlich, das gibt dann schon mal ein bisschen Dynamik, und drei, dann wird schon mal nicht mehr gedacht, du, wir haben die eine, die macht das schon.
Das heißt, und das jetzt mal multipliziert in Strukturen, all diese nicht wahrgenommenen Thematiken, würde eine massive Repräsentation. Und dann wird es auf, und das ist das, was ich vorhin meinte, dann geht es gar nicht mehr um Repräsentation, dann geht es um so eine Auflösung in der Struktur von den Leuten, die da normalerweise drin sitzen. Und deswegen, ja, es bewegt sich was. Aber ich glaube, dass nachhaltig sich nur was bewegt, wenn auf diese Position auch Menschen gesetzt werden, die dann dafür sorgen können, dass das breiter wird. Und jetzt als Beispiel die Antidiskriminierungsbeauftragte, der ja so vorgeworfen wurde, sich nur für ein Thema zu beschäftigen, die ja von Anfang an mit einem intersektionalen Ansatz gekommen ist, hat jetzt massiv viel zu tun in einem kleinen besetzten Office. Und da sind so viele Themen. Also deswegen bin ich, wie soll ich das sagen? Ich glaube, es wird, also ich bin so jemand, ich denke, in meinen 12-Jahres-Schritten, das ist so ein bisschen so dieses eine Dekade. Man kann das auch politisch sehen. Also 2008, als ich so Journalistin wurde, da war Deutschland kaum ein Einwanderungsland. Da gab es so einen Integrationsgipfel. Da wurde mir in meiner journalistischen Ausbildung gesagt, deine Schwerpunktthemen aus dem Studium, die sind jetzt nicht so interessant im Medienbereich. Das hat sich heute geändert. Okay, wir sind aber wie viele Jahre später? 14 Jahre später. Das heißt, ja, in 12 Jahren werden sich Dinge hoffentlich verändert haben. Aber wir haben es ja gleichzeitig mit diesen Backlashes zu tun. Ich sage immer 2 Schritte vor, einer zurück. Und deswegen muss das mitberechnet werden. Das heißt, Allianzen, echte Allianzen, sind für mich eigentlich der Hauptpunkt. Identifiziere die Menschen in der Struktur, die eben, also die auf so einem progressiven, das ist ja progressive Politik, einen Weg finden wollen, und zwar im Gemeinsamen. Und die auch bereit sind, auszuhandeln, weil das anstrengend ist. Also ich mache mir keine, also das ist anstrengend. Das ist intensiv, da geht es auch heiß her. Aber ich glaube, und das ist ja auch so ein bisschen, so beginnt ja meine erste Zeile im Buch, ich schreibe für etwas und nicht gegen etwas an, weil mein Weg schon einer ist, ich gucke nach den Menschen, die Lust haben, diesen Weg zu gehen, und versuche, mich nicht mehr so davon herunterzuziehen zu lassen, dass es einfach auch Gegenarbeiter gibt. Und ich glaube, dann kann man bestimmte Debatten, die ja einfach laufen werden und einfach da sind, besser umschiffen. Vielen Dank. Und in 12 Jahren? Wieder. Wieder. Du hast vorhin mir meine Anmoderation für den letzten Teil, aber ich sag's weggenommen. Mit den Emotionen. Eigentlich wollte ich das nämlich auch sagen, dass bei all der Wissenschaft und sozialer Bewegung, politischen Raum, es geht ja schon immer ganz stark um Gefühle, und ich meine, aus einer betroffenen Perspektive wissen wir das sowieso, dass das ein sehr emotionales Anliegen ist, Rassismus zu erleben, sich damit auseinanderzusetzen. Und es gibt aber auch eine Geschichte der Emotionen und auch eine Wissenschaft der Emotionen. Wie soll es auch anders sein? Und das alles hast du zusammengebracht. Und daraus kannst du uns jetzt ein bisschen etwas vorlesen, und dann können wir vielleicht ja ein bisschen spirituell werden noch. Und jetzt alle so nicht spirituell. Nicht zu verwechseln mit Esoterik, ja. Genau. Ich glaube, das ist jetzt ziemlich... Ich denke mir dann immer, wenn die Leute, ihr habt ja vorhin euch so gemeldet, wer hat in dieses Buch schon mal so reingeguckt und so jetzt das. Genau, es gibt einfach verschiedene Töne in diesem Buch und verschiedene Bereiche. Und ich beschäftige mich auch mit Neurodiversität, also was ist in unseren Köpfen, welche Rolle spielt auch Psychologie. Wie gesagt, das ist nicht auf so einem Expertinwissen im Sinne von, ich bin jetzt für alles das Expertin, sondern es ist ein Zusammentragen von Geschichten oder aber auch von Wissen, von gelesenem, erlerntem Wissen, von dem ich glaube, dass wenn wir die Dinge mal zusammen sehen, auch merken, warum bestimmte Debatten so laufen, wie sie laufen. Und es gibt aber etwas, das ganz relevant ist für meinen persönlichen Weg. Und ich habe ja Empowerment jetzt eben angesprochen, also Stichwort Selbstbestärkung, Marginalisierter. Da gibt es Trainings für, auch ich habe die gemacht. Und der Ort, an dem ich gelernt habe, der war beschrieben mit einer auch spirituellen Arbeit, also eine Achtsamkeitsarbeit, die überhaupt, und das habe ich eigentlich erst beim Schreiben dieses Buches gemerkt, dazu geführt hat, dass ich überhaupt heute hier sitzen kann und immer noch rede und nachdenke und nicht, ja, und dass ich das so mache. Und als ich das Kapitel aufgeschrieben habe, war das total schön für mich, tatsächlich auf so einer ganz emotionalen Ebene, weil das ein verbindender Moment ist. Und den teile ich gerne, weil er verbindend ist. So, das als kleine Vorrede. Bitte? Ja.
Viele Menschen lesen Romane, weil sie durch die ProtagonistInnen besseren Zugang zu sich oder zu anderen Menschen und deren Leben finden. Wer andere mitfühlt, braucht weniger Worte für sich selbst, entwickelt einfache Zuneigung und Verständnis für Themen und Menschen. Gefühle ausdrücken zu können, beeinflusst, wie gut wir Beziehungen eingehen und mit anderen kommunizieren können. Dazu zählt auch, anderen offen und klar zeigen zu können, was in uns los ist, wenn wir zum Beispiel Unsicherheit fühlen, Widerwillen, Unverständnis oder die Angst, missverstanden zu werden, die Kontrolle zu verlieren oder für die eigene Ehrlichkeit verletzt zu werden. Es gibt auch Menschen, denen es schwerfällt, eine Verbindung zu ihrem Inneren herzustellen. Alexithymie gilt als äußerste Form, keinen Zugang zu den eigenen Gefühlen zu haben. Ebenso gibt es Menschen, die von ihren Gefühlen schier überrollt werden. Und es gibt wieder andere, die das, was ich hier zu beschreiben versuche, nicht fühlen, nicht formulieren oder öffentlich aussprechen können. Manche haben nicht gelernt, Gefühle zu fühlen oder sind in ihren Befähigungen anders ausgestattet. Menschen sind neurodivers. Es gibt auch unsichtbare Unterschiede zwischen uns, die mit dem Begriff Diversity of Minds gefasst werden. Und weil wir damit auch auf unterschiedliche emotionale und kognitive Weise reagieren, kann das zu Missverständnissen führen. Sich selbst zu kennen und zu wissen, dass andere innerlich anders aufgestellt sein können als ich selbst, kann helfen, Ruhe zu bewahren, wenn wir nicht der gleichen Meinung sind. Es geht darum, achtsamer mit den eigenen Gefühlen und denen meines Gegenübers umzugehen, um unsere nonverbale Kommunikation zu verbessern und körperlichen Stress zu vermeiden. Würde es etwas ändern, wenn wir diese Dinge in unserem alltäglichen Miteinander öfters bedenken würden? Wenn wir über Identitäten, Merkmale und die damit verbundenen Erfahrungen, Bedürfnisse und Wünsche streiten? Ich denke schon. Es würde etwas in unseren Gesprächen verändern, wenn wir kurz abwarten und uns fragen könnten, wer steht da eigentlich vor mir? Kann ich dessen Geschichte wirklich so schnell erfassen und bewerten, wie ich es gerade tue? Oder sollte ich nicht erst einmal zuhören, mich vergewissern, mit mir selbst abgleichen? Gibt es vielleicht Dinge, die ich in Gänze noch erkennen muss? Das ist mein Lernfeld in Begegnungen auch mit Menschen, die ich schon lange kenne, mit meiner Familie, Freundinnen und denjenigen, die mir auf ganz unterschiedliche Art dabei geholfen haben und mich begleitet haben, mehr zu fühlen, als meine Ratio erklären kann. Zum Beispiel Austin Peter Brandt, der Gründer des Vereins Phoenix, bei dem ich meinen ersten Empowerment-Kurs absolvierte. Er war bis zu seiner Rente Pfarrer einer Kirchengemeinde in Duisburg-Walsum und erhielt 2010 für sein Engagement den Aachener Friedenspreis und 2011 das Bundesverdienstkreuz. Ich erzähle jetzt eigentlich hier ein bisschen was von ihm, das überspringe ich. Von ihm erfahre ich immer wieder, wie es geht, sich in diesem Sinne mit anderen zu verbinden und gegenseitig zu bestärken. Während der französische Philosoph Descartes sagt, ich denke, also bin ich, sagt Ubuntu, ich fühle, also bin ich. Und ich bin, weil wir sind. Ubuntu entspringt als Wort den südafrikanischen Bantu-Sprachen der Zulu und der Xhosa, klingt in vielen anderen afrikanischen Ländern aber ähnlich und bedeutet etwa Gemeinsinn. Es steht für das Bewusstsein, Teil eines größeren Ganzen zu sein. Als Philosophie wurde Ubuntu über Jahrhunderte in Form von Geschichten, Sprichwörtern und Liedern überliefert. Als Weisheit regelte es über Jahrhunderte das Zusammenleben von Menschen. Als Kolonialisten den Kontinent durchstreiften und der Kolonialismus begann, wurden die geistigen Praxen aus dem öffentlichen Raum verbannt und von den Unterdrückten im Verborgenen gehalten. Als die Apartheid in Südafrika schwarze Menschen massiver Gewalt aussetzte, sie entwürdigte und ihren Zusammenhalt zerstörte, wurde Ubuntu zur spirituellen Kraftquelle ihres Überlebens, zum Ursprung des Widerstands und Trosts, beispielsweise für die politisch Inhaftierten auf der Gefangeneninsel Robben Island, wo Nelson Mandela 18 seiner 27 Gefängnisjahre verbrachte. Ich habe die Gefängnisstätten besucht und unter Tränen den Worten eines ehemaligen Inhaftierten gelauscht, der uns über das Gelände führte und uns zeigte, wo sie dort studiert und ein neues Südafrika erfunden hatten. Noch immer versuche ich zu begreifen, wie es geht, aus der größten Erniedrigung, Folter, Mord und Rechtslosigkeit eine solche Kraft entstehen zu lassen. In diesem Fall eine, die sich 1994 entfaltete, als mit der Abschaffung der Apartheid viele Menschen auf der Welt die Rache der einst Unterdrückten fürchteten, aber die Mehrheit von ihnen in die Aufarbeitung mit den Unterdrückern ging und dieser Akt zum Wunder Südafrikas erklärt wurde. Seitdem analysieren HistorikerInnen die Philosophie des Ubuntu und sehen das Thema Vergebung als Grundlage einer friedlichen Transformation.
DenkerInnen formulieren kritische Gegenentwürfe zu dem, was die Welt regiert, suchen nach Denkmodellen, um Lösungen im Umgang mit religiösen Konflikten, dem Rassismus Europas oder den Drohszenarien sich spaltender Gesellschaften zu finden. Wie wäre es, in einer emanzipatorischen Gesellschaft zu leben, in der alle Menschen selbstbestimmt leben könnten, als Menschen, die sie wirklich sind? All das ginge nur im Dialog unter Gleichgestellten, der die Individualität des Einzelnen und seiner Geschichte respektiert und jedem Menschen Raum gebe, er selbst zu sein, erklärt es der südafrikanische Philosophieprofessor Dirk Lowe. In einer Gesellschaft im Sinne des Ubuntu kann jeder Mensch sich entfalten. Und deshalb gilt Mandelas Politik als Paradebeispiel für Ubuntu, weil die Lösung von Konflikten in seinem politischen Handeln nicht auf Kompromiss, sondern auf Konsens abzielt. Streitschlichtungsverfahren enden in seinem Sinne in Einstimmigkeit. Und deshalb ist es wichtig, mit dem Gegenüber zusammenzuarbeiten und Lösungen zu finden. Im Dialog kann es zwar eine Hierarchie im Sinne der Reihenfolge der SprecherInnen geben, aber schlussendlich bekommt jeder Mensch die gleiche Chance zu sprechen, bis eine Art der Einigung und ein Gruppenzusammenhalt erreicht ist. Ich sagte ja, es ist anstrengend. Simunje, wir sind alle eins, bedeutet Einheit ist Stärke. Und Aussprüche wie eine Verletzung eines Menschen ist eine Verletzung aller, markieren das Einigungsziel zum Wohle aller. Es geht eben um das Streben nach Übereinstimmung und darum, einen Weg für alle zu finden. Jetzt kommt ein Teil über die Maloket. Das ist ein dialogisches Streitgespräch, das aus dem Jüdischen kommt und das zum Beispiel, das auch sehr interessant ist, weil es auch eine Dialogform der Auseinandersetzung bietet und auch verschütt gegangen ist in der Shoah. Und ich ende. Es hilft, eine Einstellung dafür zu entwickeln, Ereignisse immer wieder zu hinterfragen, offen und in Kommunikation mit anderen zu bleiben. In diesem Sinne bedeutet es für mich auch, aufrichtig zu sein. Ich denke, das ist nötig, wenn ein Mensch mutig neue Räume betreten will. Es bedarf dafür auch Selbstvertrauen, Frustrationstoleranz und Konfliktkompetenz. Der Fähigkeit, fair zu argumentieren, also den eigenen Standpunkt zu begründen und die Argumente des Gegenübers wohlwollend zu interpretieren. Es braucht Strategien, wie wir deeskalieren, wenn es heiß hergeht, sich wieder auf sich zu besinnen, um wieder eine gemeinsame Richtung zu finden. Ja, all das ist Übung. Eine, die bei Jugendlichen als Teil der politischen Bildung verstanden wird. Aber warum nur für Heranwachsende? Auch erwachsene Menschen, ältere Menschen haben sie nötig. Für uns als Gesellschaft sollte ein dauerhafter Prozess für jeden von uns sein, ein kritisches Denken ohne Selbstgeißelung zu entwickeln. Das kann man lernen durch Reflexion, die aus einer Emotion kommt, im Verhältnis zu einem demokratischen Verständnis steht und zulässt, Fehler machen zu dürfen, weil das menschlich ist. Wie viel Emotion also braucht eine Demokratie? Wie viel verträgt sie? Mit welcher emotionalen Erzählung lässt sich antidemokratischen Strömungen entgegentreten? Am Ende geht es für alle um die Frage, was uns am meisten bewegt. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir können. Denn wir sind so ein bisschen am Ende der Lesung angekommen. Vor allen Dingen darf ich mich schon mal bei den YouTube-Zuschauenden oder dürfen wir uns verabschieden. Ja, vielen, vielen Dank. Ich darf auch, das darf ich machen, nochmal kräftig Sie auffordern, das Buch zu kaufen, Sie alle. Wir werden auch gleich im Anschluss den Abend hier noch ein bisschen informell ausklingen lassen. Sie können gerne sich ein signiertes Exemplar von Hadija mitnehmen. Bleiben Sie mutig, wagen Sie sich in neue Räume rein, nehmen Sie diesen doch recht anstrengenden Denkansatz mit. es geht, das glaube ich, haben wir heute alle verstanden, es geht gar nicht so ein bisschen darum, was darf ich noch, was kann ich noch, sondern wie kann ich eigentlich möglichst viele, möglichst alle Menschen einschließen. Und was wir auch mitnehmen, ist natürlich klar, wir haben eine in Deutschland weltweit eine Kontinuität der Gewalt, eine Kontinuität der Menschenrechtsverletzung, der Diskriminierung, aber das zeichnest du auch in deinem Buch sehr schön nach. Es gibt eine Kontinuität des Widerstands, es gibt eine Kontinuität der Solidarität, der Liebe letztlich und darauf können wir uns auch fokussieren, auch wenn wir uns natürlich mit den diskriminierenden Ausschlüssen auseinandersetzen müssen. Es funktioniert beides gleichzeitig.
Und das ist gut und wichtig. Deswegen vielen Dank, Hadija. Es war wie immer wunderschön. Danke für das schöne Gespräch. Tschüss. Thank you.